Bevor es losgeht. So, ich habe gerade die Information bekommen, dass wir beide live sind. Lieber Michael Braungart, lieber Professor Braungart, es ist wunderbar, dass du hier live zugeschaltet bist und dich bereit erklärt hast, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ganz kurz, bevor es um dich geht und an meine ganz vielen Fragen, die ich mir überlegt habe, ein Hinweis an unsere Community. Liebe Leute, hört gespannt zu. Ihr habt natürlich auch wie jedes Mal die Möglichkeit, eure Fragen an Herrn Braungart direkt zu stellen. Nutzer zu dem Chat bei YouTube, stellt die Fragen und ich werde sie dann im Laufe des Gesprächs aufnehmen und an Herrn Braungart weiterleiten. Also nutzt die Gelegenheit und ja, ich würde mal sagen, es geht los. Lieber Herr Braungart, du bist ja von Hause aus Chemiker und Verfahrenstechniker. Und gemeinsam mit William McDonald hast du ein Buch geschrieben, das sozusagen das Cradle-to-Cradle-Konzept auch darstellt. Du hast das Konzept mit ihm gemeinsam auch entwickelt. Und dazu kommen wir auch gleich noch zu dem Konzept. Du bist selber auch Professor für Ökodesign und neben vielen anderen Tätigkeiten auch wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts. Ich würde mal sagen, wir gehen gleich komplett in die Vollen. Und zwar geht es dir bei deiner Arbeit ja nicht um die Nachhaltigkeit. Wieso denn? Was ist denn so schlimm an der Nachhaltigkeit? Ja, als wenn ich dich frage, wie geht es dir so mit deinem Lebenspartner? Was sagst du denn nachhaltig? Dann sage ich, hab dir Beileid. Also die Nachhaltigkeit ist so ein Schuldmanagement, fängt schon an mit der traurigen Definition, die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden. Ich meine, stell dir vor, du kommst nach Hause und sagst den Kindern, dass du denen heute gerade nicht schaden willst. Ich meine, willst du nicht gut sein für die Kinder? Die Nachhaltigkeit ist gewünscht für die Biosphäre. Also wir möchten, dass es Löwen und Tiger und Elefanten und Eichen und Buchen und Birken auch noch in 500 Jahren gibt, in 1000 Jahren, wann auch immer. Das ist Nachhaltigkeit. Aber die Nachhaltigkeit verhindert die Innovation in der Technosphäre. Denn Innovation ist nicht nachhaltig. Also meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen. Als die Eltern sich endlich eine Waschmaschine zulegen konnten, war es nicht nachhaltig. Sie hat sofort ihre Stelle verloren. Das mobile Telefon war nicht nachhaltig für die Leute, die stationäre Telefone entwickelt haben. Der Elektromotor ist nicht nachhaltig für die 900.000 Menschen, die jetzt Verbrennungsmotoren herstellen. Das heißt, Innovation ist nicht nachhaltig, sonst wäre sie ja keine. Meine größten Feinde sind inzwischen die Nachhaltigkeitsbeauftragten in Firmen. Weil die wollen hauptsächlich nichts ändern, sind so ein Wurmfortsatz der Kommunikationsabteilung. Das Berichtswesen ist für McKinsey und Co. schon ein Geschäft für über 9 Milliarden in der Europäischen Union, 9 Milliarden Euro. Da sind der Aufwand in den Betrieben noch gar nicht dabei. Das heißt, durch ESG, also die weiteres Berichtswesen, EU-Taxonomie, Lieferkettengesetz, wird der Aufwand über 35 Milliarden letztlich sein. Aber ohne, dass sich etwas getan hat. Das ist so eher wie die zwei Psychologen, die sich treffen und der eine sagt, kannst du mir sagen, wie es hier zum Bahnhof geht? Und der andere sagt, tut mir leid, leider nicht, aber gut, dass wir drüber geredet haben. Das heißt, aber trotzdem gibt es ja viele, also besonders jetzt gerade in der Wirtschaft sieht man ja viele Bestimmungen, wie zum Beispiel dieser Werbeflyer wurde aus Altpapier gedruckt und deswegen haben wir 50 Bäume gerettet. Ist das nicht wunderbar? Ist es dann eher eine Art Marketing oder nicht so ein wirklich ernsthafter Versuch, wirklich was zu ändern? Oder ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung? Ja, die Leute haben sich einfach hier eingerichtet dabei in ihrer Nachhaltigkeitsabteilung, schließen noch ein paar Elektroautos an und drucken die Broschüre, wie gesagt, auf Altpapier und wir bauen noch ein Insektenhotel. Also das ist ja schon grandios. Gut. Und ich will auch diese Sachen nicht irgendwie schlecht machen. Ich sage nur, die Nachhaltigkeitsabteilung muss die Innovationsabteilung sein. Also wir können jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussionen in Innovation umsetzen für Produkte, die nicht mit Sklavenarbeit konkurrieren. Die Nachhaltigkeit ist nach wie vor so ein Schuldmanagement. Und das hat so mit zu tun, wenn die Leute davon sagen, ich möchte klimaneutral sein. Ja, aber ich meine, ich komme auch nicht nach Hause und sage meinen Kindern, dass ich heute kinderneutral bin. Ja, ein Baum ist auch nicht klimaneutral, das ist gut fürs Klima. Also wollen wir denn dümmer als Bäume sein? Das heißt, die Nachhaltigkeit zementiert praktisch das Bestehende. Und weil damit so viel Geld ausgegeben wird, fehlt uns das Geld dann. Und man kann sagen, ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich muss heute Abend in München sein, bin jetzt in Hamburg und ich sage, ich laufe jetzt schon mal los, dann sagst du auch nicht, oh Michael, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Du sagst, du Idiot, du wirst ja nie ankommen damit. Ja. Also, in die richtige Richtung hilft mir gar nichts, wenn ich nicht in der Zeit wirklich ankomme.
Und im Augenblick sind die Nachhaltigkeitsabteilungen einfach nur Kostenfaktoren, anstatt dass man versteht, daraus entstehen Produkte, vor allem auch Geschäftsmodelle, die eben viel, viel besser sind. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Solaranlage macht und die nicht verkauft, sondern nur das Nutzungsrecht verkauft, dann kann diese Solaranlage viel besser sein. Also es braucht auch vor allem andere Geschäftsmodelle, die damit zusammenhängen. Und die Nachhaltigkeit hindert uns eigentlich, weil sie das Bestehende zementiert. Und weil ich dann so viel berichten muss, werde ich auch wenig ändern, weil ich nämlich dann wieder mehr berichten müsste. Ja. Mhm. Und das heißt, also zum Beispiel, ich war gerade in Ägypten gewesen, habe eine Arbeit, wissenschaftliche Arbeit betreut, dort liegt meterhoch Plastik herum. Ja. Und woran liegt das? Ja, die Nachhaltigkeitsleuten, die machen die Verpackung noch ein bisschen leichter, erhöhen den Recyclinganteil. Ja, und dann lohnt es sich gar nicht mehr, das Zeug einzusammeln. Das Waschen kostet dreimal mehr als der Wert des Plastiks. Also anstatt zuerst mal zu fragen, was ist das Richtige, machen Sie das Falsche richtig und damit eben richtig falsch. Ja. Die Verpackungen sind dann eben so leicht durch Nachhaltigkeit. Oh, ich habe ja Plastik eingespart, sozusagen. Anstatt zuerst mal zu fragen, warum Plastik? Zum Beispiel auch, warum PVC? Da sind 5% PVC-Verpackungen dabei. Dadurch kann ich aus dem Zeug noch nicht mal Öl machen oder kann noch nicht mal irgendwie etwas Sinnvolles, nicht mal eine Parkbank kann ich daraus machen aus dem Zeug. Das liegt rum und wir sagen dann eben so rassistisch, die Leute hätten kein Umweltbewusstsein. Aber das ist nicht so. Sie haben das falsche Plastik und das liegt dann in Nachhaltigkeitsabteilungen, die jetzt die Plastiksachen noch so leicht gemacht haben, dass sie davon geweht werden und dann liegen sie überall in der Wüste herum. Also dass sozusagen das einfach nicht wirklich vom Kern aus neues Design entsteht, sondern einfach nur etwas verschlimmbessert wird. Was ich gerade spannend fand, war der Hinweis auf sozusagen ein Mietmodell von Solarpanels. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, wie gesagt, 2002 gemeinsam mit William McDonald, das Buch. Ich habe noch zwei weitere Bücher danach geschrieben, nicht dass der. Also ja, klar, viele danach, ja, also das fundamental unterschiedliche Buch ist das erste natürlich, das andere erläutert die Dinge ja nur ein bisschen mehr. Ja. Also was mich an dem ganzen Konzept interessiert, ist, dass sozusagen eher für zwei Arten von Produkten plädiert. Einmal, also die es in der Zukunft geben soll oder geben wird. Einmal Verbrauchsgüter, die vollständig biologisch abgebaut werden können. Und dann Gebrauchsgüter, die sich endlos recyceln lassen. Darauf hast du wahrscheinlich gerade mit den Solarpanels abgeschlossen. Wie würde denn sowas funktionieren? Also alles, was verschleißt, muss biologisch nützlich sein. Also ein Drittel des Mikroplastiks in der Nordsee ist Schuhabrieb. Über die Hälfte davon ist Reifenabrieb, was wir in Mikroplastik haben. Und man hat damit eben die falschen Dinge optimiert. Die Autoreifen halten dadurch wesentlich länger, aber das hilft uns nichts, weil die 470 Chemikalien jetzt eingeatmet werden und im Fluss landen. Das heißt, also alles, dass es kaputt geht, Bremsbeläge, irgendwelche Waschmittel oder solche Dinge, Dinge, die sich chemisch, physikalisch, biologisch ändern, müssen so sein, dass sie die Biosphäre unterstützen. Nicht nur nicht giftig sind, ja. Also für weniger schädlich sind, für zu viele oder auch für nicht giftig davon. Und alle Dinge, die nur genutzt werden, so wie eine Waschmaschine, wie ein Fernseher, wie ein Bürostuhl, ein Fenster, werden so gemacht, dass sie technisch nützlich sind. Es gibt also nur biologische Nährstoffe und technische Nährstoffe. Auf diese Art und Weise gibt es keinen Abfall. Aber man sagt dann bei Cradle to Cradle, also von der Wiege zu Wiege, wie sich das nennt, es sei eine Welt ohne Abfall. Aber dann denken die Leute ja immer noch an Abfall. Ne? Das wäre so, wenn ich sagen würde, denk nicht daran, wie Donald Trump nackt aussieht. Oder denk nicht daran, wie ein rosa-rotes Krokodil aussieht, was wahrscheinlich ziemlich dasselbe wäre. Denn bedeutet das, dass ich ja immer noch genau daran denke. Ne? Also dann versuche ich immer noch das Bestehende zu minimieren, zu optimieren, anstatt zu fragen, wie kann etwas nützlich sein und nicht weniger schädlich. Und wie kommt man da in der Diskussion an? Also es gibt da viele Produzenten, die selber in den Slogan nennen, irgendwie reduce, reuse, recycle. Also sozusagen, es ist ja irgendwie, mach weniger Müll, mach weniger Dreck, mach etwas länger, dass es sozusagen länger hält. Aber dann haben wir ja trotzdem jetzt die angesprochenen Autoreifen, die sich jetzt irgendwie doppelt so lange halten wie vor 30 Jahren. Die produzieren ja trotzdem noch Müll und trotzdem noch. Im Gegenteil, sie sind dadurch umso schlimmer. Also ich habe das Falsche perfekt gemacht. Traditionell meinen die Leute, sie schützen die Umwelt, wenn sie etwas weniger zerstören. Also fahr mit dem Fahrrad, schützt die Umwelt, reduziere den Energieverbrauch, spare Wasser oder sowas. Aber das ist kein Schutz, das nur weniger kaputt machen.
Das wäre so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein Kind, ich schlage es nur 5-mal anstatt 10-mal oder mein Mann oder wie auch immer. Ja, das ist kein Schutz, das ist nur weniger kaputt machen. In dieser Logik hat die DDR die Umwelt viel besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Die konnten die nicht kaputt Auch durch machen. weniger Geld wahrscheinlich, dass sie sich Dünger oder so nicht leisten Ja, konnten. sie konnten sich nicht leisten, diese ganzen Volksgebiete zu zerstören, weil sie nicht das Geld dazu hatten. Das heißt, also, man kann letztlich bis heute nicht die Zerstörung aufhalten, die durch Effizienzsteigerung stattfindet. Ja, also, darum muss man erst fragen, nicht, wie mache ich es richtig, sondern erst zu fragen, was ist das Richtige? Natürlich hat die DDR lokale Hotspots hinterlassen, Gewässer kontaminiert, aber die Artenvielfalt war so viel höher. Ich war in den 80er Jahren mal in Mecklenburg-Vorpommern, das war ein ganzes Paradies einfach, ja, weil die Landwirtschaft eben nicht in der Lage war, so industriell alles zu zerstören, wie es jetzt ist. Heute kann man immer noch Ansätze davon sehen. Ich rate jedem nicht in Schleswig-Holstein mit dem Fahrrad an der Ostsee entlang zu fahren, sondern in Mecklenburg-Vorpommern, weil es einfach so viel schöner ist, so viel schöner. Und das sind völlig ausgeräumte Landschaften in Schleswig-Holstein, die uns da als Natur verkauft werden. Also, das heißt, es braucht wirklich die Dinge nicht von reduce, reuse, recycle, sondern erst rethink, also neu zu denken. Was ist denn wirklich das Richtige? Reinvent, ja. Darum bin ich ja so ein großer Fan von der Stiftung Entrepreneurship davon. Und es braucht ein Redesign. Also ich muss die Gestaltung, wo das Geschäftsmodell mit dazugehört, so machen. Wenn ich jemand zum Beispiel keinen Schreibtischstuhl verkaufe, sondern nur das Nutzungsrecht für 10 Jahre, dann kann man anstatt 22 billige Kunststoffe, kann man zwei Kunststoffe einsetzen, weil man ja weiß, dass sie wieder verfügbar sind. Das heißt nicht, dass man übrigens, die Leute reden jetzt immer von dieser Kreislaufwirtschaft, aber das ist so lineares Denken im Kreis. Also, und dann reden sie davon, dass man die Langlebigkeit unterstützen sollte. Ich meine Studenten, das ist mir peinlich genug, machen Lebenszyklusanalysen von Cola-Dosen. Hast du schon mal eine lebende Cola-Dose gesehen? Mit dieser Langlebigkeit kommen sie darauf, weil sie ja selber lange leben wollen. Ja? Aber das Produkt lebt doch gar nicht. In der digitalen Welt müssen alle Produkte, die nicht in die Biosphäre gehen, so gemacht werden, dass sie definierte Nutzungszeiten haben. Damit sind sie digital verfügbar. Damit kann ich den Abfallbegriff abschaffen, weil ich immer weiß, was es ist. Ja? Und kann die Dinge eben für die Biosphäre und die Technosphäre gestalten. Das setzt aber andere Geschäftsmodelle voraus. Wir haben die Solarindustrie in Deutschland praktisch verloren, weil es kein Geschäftsmodell gab. Ein Beispiel ist, ja, das ist keine Werbung dafür, weil es die Firma so nicht mehr gibt. Die Firma Schüco hat im Solarbereich die weltbesten Solaranlagen hergestellt. Wir haben die getestet, die hatten noch nach 19 Jahren 93% des Wirkungsgrades. Und was haben sie gemacht? Die haben die verkauft, diese Idioten. Ja. Weil niemand braucht eine Solaranlage. Ich brauche doch nur den Strom. Die Anlage war über 30% teurer als die chinesische Anlage. Darum sind sie in den Konkurs gegangen. Ja. Wenn sie aber nur 20 Jahre Strom einfangen verkauft hätten, also Licht einfangen und Stromproduktion, dann wären sie konkurrenzlos billig gewesen. Also 40% kostengünstiger. Also sie hatten aber kein Geschäftsmodell. Und dann kann man, wie gesagt, auch viel bessere Materialien verwenden. Und so sind sie in den Konkurs gegangen. Die chinesischen Anlagen haben in den ersten 5 Jahren schon die Hälfte ihres Wirkungsgrades verloren. Ja. Die hatte ich dann zwar auf dem Dach und geben irgendwie Strom, aber ich habe gar nicht gemerkt, dass schon nur noch die Hälfte davon da ist, was der Wirkungsgrad ist. Das heißt, da gibt es Ähnliches. Es gibt eine Firma zum Beispiel in Süddeutschland, die macht Ventilatoren. Diese Ventilatoren sind besser als alles andere, was es auf der Welt gibt. Vom kleinsten Rechner bis zum größten Gebäude sind diese Ventilatoren in Verwendung für Klimaanlagen, Belüftung und sonst was. Die brauchen 10 Jahre keinerlei Wartung. Und was ist? Die verkaufen die. Die verkaufen die. Dann ist in 4 Monaten später in Shanghai, ich habe es gesehen, schon die Kopie auf dem Markt davon. Ja. Weil durch 3D-Druck und Digitalisierung kann jedes Gerät in kürzester Zeit nachgebaut werden. Diese Kopie ist aber in 2 Jahren kaputt. Und dann sagen die Leute, oh, die Firma ist auch nicht mehr das, was es früher mal war, weil die Kopie sogar noch das Image kaputt macht. Wenn die nur 10 Jahre saubere Luft verkaufen würden, wären sie konkurrenzlos billig. Wir werden den gesamten Maschinenbau verlieren, wenn wir keine anderen Geschäftsmodelle entwickeln, weil niemand braucht eine Maschine. Ich brauche nur das Nutzungsrecht der Maschine davon. Ich Ist ja brauche auch, dass nur. viele, viele Unternehmen haben ja auch genau das Problem oder nutzen halt diese geplante Obsoleszenz, also sozusagen machen Sollbruchstellen, damit halt das Handy oder was auch immer genau nach 2 Jahren und
3 Monaten. Die machen, das stimmt nicht. Also die machen keine Sollbruchstellen. Das ist nicht wahr. Sondern sie setzen das ein, was gesetzlich erforderlich ist. Und das müssen sie immer einen Kompromiss zwischen Performance und Kosten eingehen. Und darum machen sie irgendwelche Zahnräder aus Kunststoff, die dann eben kaputt gehen, wenn die garantierte Zeit vorbei ist. Das ist nicht, dass sie das einplanen. Das ist nicht so, wirklich nicht, sondern es ist einfach so, also es gibt so vielleicht eine geplante Obesity oder sowas, aber das ist was anderes dazu, wenn man ständig Schokolade isst. Aber hier geht es nicht darum, es geht darum, dass die immer Kompromisse gehen müssen, weil die Leute ja in das Gerät nicht reinschauen können. Ja. Ich war in Bangladesch gewesen, dort standen ausschließlich in der Textilindustrie europäische Textilmaschinen herum, aber keine Originalmaschine, nur chinesische Nachbauten. Da steht ein Heidelbeck drauf, zum Beispiel Speedmaster. Ja. Liest sich lustig, aber es ist die Zukunft unserer Industrie, wenn wir nicht in der Lage sind, die Geschäftsmodelle zu ändern. Und dann, wie gesagt, kann ich bessere Materialien nehmen. Wenn ich den Leuten nur 3000 Mal Waschen verkaufe, anstatt eine Waschmaschine, dann können anstatt 80 billiger Kunststoffen 4 Kunststoffe eingesetzt werden. Und dann lohnt es sich, die wieder zurückzugewinnen. Mhm. Allerdings ist das nicht im Kreislaufwirtschaft, weil die Leute immer reden, oder Zirkularität oder sowas, weil das ist wie Riesenradfahren, ja, so London Eye, das am dritten Mal würden die Österreicher sagen, das ist Fahrt sozusagen, das ist langweilig. Ich hänge dann mit dem Material fest. Nein, das sind Räume. Wir reden nur von Kreisläufen, weil wir menschlich projizieren davon. So wie wir kommen und sagen, wir möchten ein Recht auf Reparatur haben, weil wir natürlich wollen, dass Dinge intakt sind. Nein, aber wir haben ein Recht auf Intaktheit, nicht auf Reparatur. Das ist doch nur ein zusätzliches Geschäft, dass ich noch sage, oh ja, wir reparieren das auch noch, toll. Nein, ich möchte, dass man den Leuten wirklich das verkauft, was wir haben wollen. Also kein Teppichboden, sondern 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Dann kann der Hersteller das beste Material nehmen. Dann stinkt das Zeug nicht. Und ich kann, und der Kunde wird praktisch zur Materialbank. Ja, und dann heißt das aber nicht, dass ich das Material unbedingt für diesen Zweck wieder nehme. Ich kann ab morgen angeben, dass ich es im Internet verfügbar mache. Ich kann sagen, ich habe 27 Tonnen dieser Aluminiumlegierung im Jahr 2033 im Februar zur Verfügung, weil ich dann es wieder einsetzen kann. Und dann würde eine Firma Schüco bei den Fenstern über 300 Millionen sparen, wenn sie nicht das Aluminium verkaufen würde, sondern nur das Nutzungsrecht. Ja. Und natürlich wäre dann die Kapitalbindung zu hoch, wenn sie das Material halten. Darum geben sie es an eine Bank ab und die Bank hält das Material und gibt es als Anteilscheine sozusagen aus. Und ich kann dann wählen, ob ich eine Verzinsung dafür haben will oder ob ich am Risiko der Kursentwicklung für Aluminium teilnehmen möchte. Aber das heißt, dass das Fenster dadurch 300 Millionen billiger wird, diese Fenster letztlich gesehen, weil ich ja das Material gar nicht veräußere. Auch ja, interessant, du bist ja eigentlich vom Haus aus Chemiker und Verfahrenstechniker, aber ich sehe da auch ganz viel unternehmerisches Engagement. Also zu sagen, du lehrst nicht nur und forschst nicht nur, sondern versuchst auch sozusagen das Geforschte auch in die Realität einzubringen, ja. Was glaube ich auch nicht oft ist. Also Leute begreifen sich oftmals entweder als Forscher oder als Unternehmer oder Unternehmerin. Ja, ich möchte noch auf etwas zurückgehen, dass eine Stadt wie München klimaneutral sein will oder Berlin. Ist doch eigentlich extrem traurig. Ja. Also möchte ich nicht gut fürs Klima sein. Ja. Das 1,5-Grad-Ziel wird uns nicht retten. Es wird uns nur bedeuten, dass der Planet ein bisschen später zugrunde geht. Auch das ist nicht so schlimm. Es wird trotzdem noch Lebensmöglichkeiten für 2 bis 3 Milliarden Menschen geben auf dem Planeten. Das ist nicht das Ende der Menschheit. Aber es bedeutet, dass wir auch alle Arten verlieren werden, die uns wirklich besonders liebenswert erscheinen. Die Bären und die Löwen und die Tiger und die Elefanten und die Giraffen. Das wird alles verschwinden. Und das ist doch schon schlimm genug. Also wir müssen jetzt nicht den Weltuntergang darstellen. Was wir jetzt schon verlieren, und das merkt man, wie wir zum Beispiel mit Geflüchteten umgehen, dass wir uns kannibalisieren. Wir haben durch die Umweltdiskussion dieses Gefühl geschaffen, es gäbe eigentlich zu viele von uns. Ja. Es wäre nicht besser, wir wären gar nicht da, Überbevölkerung und sonst was. Und es ist wichtig zu begreifen, die Biomasse der Ameisen ist vielmal größer und die Termiten auch als die der Menschen. Und sie sind kein Umweltproblem. Die entsprechen im Kalorienverbrauch 30 Milliarden Menschen.
Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu blöde. Wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht. Dann sind wir zu viele, dann wird der Planet einfach ein großer Müllhaufen. Das heißt, es ist eher nochmal zu fragen, was ist denn unsere Rolle auf der Welt? Für weniger schädlich sind wir zu viele. Also nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sondern einen großen Fußabdruck zu haben, der ein Feuchtgebiet wird. Also dass wir klimaneutral sein wollen, liegt an unserer Religion, die gar nicht mehr reflektiert wird. Sowohl im Christentum wie im Islam sagt die Religion, du bist böse. Ja? Ja. Und nur göttliche Gnade kann dich erlösen. Also darum können wir nicht gut sein. Darum ist das Höchste an eben nicht gut zu sein, ist neutral zu sein. Ja? Mhm. Aber das ist ein ziemlich dummes Konzept und führt dazu, dass es zum Beispiel kein Bio-Siegel gibt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder verwendet werden dürfen. Es ist nur Bio ohne mich. Ja? Als wir denken, gut. Und diese ganze Umweltdiskussion macht den Menschen im Prinzip raffgierig und feindselig, weil ich sage, bevor du es nimmst, nehme ich es doch lieber. Ja. Anstatt brauchen wir eine Kultur der Großzügigkeit, ja. Weil die Natur spart nicht, sie vermeidet nicht, sie reduziert nicht. So ein Kirschbaum im Frühling, was für eine Verschwendung. Aber alles ist nützlich, was dieser Kirschbaum herstellt. Alles schafft Lebensraum. Wie primitiv sind unsere Gebäude im Verhältnis dazu? Ein Kirschbaum reinigt die Luft, reinigt das Wasser. Ja, er ist nützlich, er schafft Lebensraum für 200 andere Arten. Warum nicht Gebäude wie Bäume? Also sobald wir begreifen, dass wir nicht zu viele sind, sondern dass wir nicht nur zu dumm sind, ja, und da gehören auch diese ganzen absurden Grenzen des Planeten dazu, ja, diese Planetary Boundaries, unsere Dummheit ist die einzige Grenze sozusagen. Mhm. So wie Albert Einstein mal gesagt hat, es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Das eine ist das Weltall und das zweite ist die menschliche Dummheit. Beim ersten bin ich mir nicht so sicher, hat er gesagt. Du hattest auch gerade die Häuser angesprochen. Also es geht natürlich auch um unsere Natur und unsere Umwelt, ja. Unsere Bäume, unsere Gräser etc. Aber es geht natürlich auch um uns selber, um unsere Gesundheit. Also selbst mit diesen nachhaltigen Geschäftsmodellen und Geschäftsmodellen, wie sie sozusagen in den letzten Jahrhunderten gemacht wurden, die machen uns ja eigentlich nur krank. Also heutzutage ist, glaube ich, Asthma die absolut häufigste Kinderkrankheit. Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an den absolut zugedichteten Häusern. Dadurch können wir nicht mehr atmen und das Haus kann nicht mehr atmen. Und da überlege ich mir auch, das muss doch eigentlich besser gehen. Also es geht ja auch nicht nur sozusagen um die zukünftige Generation, sondern es geht einfach um unsere Kinder, die jetzt schon leben und die Asthma haben. Ja, es geht schon darum, dass wir immer noch mit der Reparatur von Zerstörung unserer eigenen Gesundheit immer noch eine positive Bilanz haben. Das heißt, wir schaffen, höhere Lebenserwartung zu haben, aber mit immer höheren Reparaturaufwendungen. In Berlin hat inzwischen jedes siebte Kind Kreidezähne zum Beispiel, ja, weil wir hormonell wirksame Substanzen haben, die Zähne zerstören werden. Ja, wir haben Autoimmunerkrankungen ohne Ende. Die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich in 30 Jahren halbiert. Jeder siebte Mann ist inzwischen praktisch unfruchtbar, aber man kann immer noch mit Reproduktionsmedizin was machen. Also so repariert man, hat das scheinbare Gefühl, es würde besser gehen, aber wir geben immer mehr Geld für die Reparatur der Zerstörung aus, dass wir irgendwann auch nicht mehr das Geld haben werden, etwas Neues zu machen. Ja. Darum sind die Gesundheitskosten so explodieren, weil die Ärzte für Krankheit bezahlt werden, nicht für Gesundheit. Ja. Also im alten China war es so, dass man so lange Krankenkassenbeitrag bezahlt hat, wie man gesund war. Ja. Dann hatte der Arzt ein Interesse, dass man gesund ist. Hier hat man ein Interesse, dass man krank ist. Und das heißt also, von daher gesehen, ist jetzt so ein Punkt, wo wir überlegen müssen, wie es in Zukunft mit uns weitergeht, weil das jetzige System zerstört sich. Das heißt, wir brauchen ein System, wo wir die anderen Lebewesen unterstützen, wo wir einen großen Fußabdruck haben, der aber ein Feuchtgebiet wird. Und wo wir einen Menschen anschauen und sagen, schön, dass du da bist und nicht, wir kannst zu 10% weniger Schwein sein. Ja, das ist wichtig, aber das ist eine Kulturfrage, die deshalb, also darum ist es nicht nur das Unternehmertum, nicht nur die Wirtschaft, sondern es ist vor allem eine Frage der Kultur, der Philosophie, des Sozialen. Was tun wir hier auf dieser Welt? Ja? Und wenn man einen Menschen als Chance betrachtet, dann benimmt sich der Mensch auch so. Wenn man sagt, es ist eigentlich besser, du bist nicht da, dann führt das zu Vandalismus. Ja, und sagt, du Abschaum davon, dann benimmt sich ein Mensch wie Abschaum, in Anführungszeichen. Davon. Aber wenn Menschen gemocht sind, wir kommen dann zum viel bescheideneren Lebenswandel, nicht weil es uns jemand vorschreibt, sondern weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Also Menschen sind von Natur aus normalerweise großzügig und freundlich, und geben mit anderen an andere ab. Selbst die Ärmsten, die Armen sind so.
Nur wenn sie Angst haben, werden wir alle raffgierig und feindselig. Also 95% der Leute benehmen sich schlecht, wenn sie Angst haben, wenn sie Panik haben, wenn sie sich unsicher fühlen. Und die jetzige Umweltdiskussion zeigt eigentlich den Menschen, es wäre besser, du bist nicht da. Also wenn man die Existenz in Frage stellt, dann werde ich feindselig. Das kann man sehen, wenn die Menschen die Existenz Israels in Frage stellen, dann können sie nicht freundlich sein. Es ist eben so. Ja. Also ist die Natur ein Vorbild? Die Natur ist ja sozusagen auch nicht ökoeffizient, sondern sie ist ja auch überschwänglich. Sie ist sozusagen das Grün, es sprießt heraus, selbst das Unkraut, wunderbar. Und du sprichst ja auch von Ökoeffektivität eigentlich. Ja. Und in unserem heutigen, jetzt unserer Gesellschaft wird ja eigentlich immer sparen, weniger effizient sein. Also sozusagen ist die gesamte gesellschaftliche Denke ja falsch. Ja, also man optimiert das Bestehende. Und wenn das Bestehende falsch ist, wird es damit umso gründlicher falsch. Und im Gegenteil, die Effizienzgewinne, die dann erzielt werden, indem man eine Plastikflasche noch 3% leichter macht, die werden in weitere Zerstörung investiert. Also darum ist nicht erst die Frage, wie mache ich etwas richtig, sondern erst zu fragen, was ist das Richtige? Effizienz heißt, etwas richtig zu machen. Aber Effektivität fragt zuerst mal, was ist das Richtige? Also wenn ich von Hamburg nach Kopenhagen möchte, dann hilft es mir nicht, effizient nach Berlin zu gehen. Also ich muss zuerst fragen, wo möchte ich denn wirklich hin? Und sonst optimieren wir die falschen Systeme, damit kommen die neuen Systeme einfach viel unwahrscheinlicher auf den Markt, was das bestehende System hochberichtet ist, ja, also und gleichzeitig eben hochoptimiert ist, ja. Das heißt, das Neue konkurriert mit hochoptimierten falschen Systemen und dadurch wird es umso unwahrscheinlicher. Und wie kann sich denn das Neue jetzt in Produkt, jetzt ich spreche mal von Produkten, überhaupt in dem bestehenden Markt, der ja noch sozusagen sehr rückwärtsgewandt ist, überhaupt behaupten? Also gibt es denn schon? Es gibt ein paar Cradle-to-Cradle-Produkte. Könntest du vielleicht, wir haben viele Gründer, die sozusagen gerade in den Startstiefeln stehen und sagen, ich möchte was gründen, ich möchte sozusagen auch etwas Sinnvolles machen, was nicht weniger schlecht ist, sondern eventuell sogar positiv. Gibt es Beispiele? Also es gibt ja auch einen Cradle-to-Cradle-Verein hier in Berlin, der sehr, sehr aktiv ist. Kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was es schon für Produkte gibt, die auf jeden Fall einen positiven Ja, der Cradle-to-Cradle-Verein ist halt interessant, weil das Ganze ist natürlich ein Bildungsthema zuerst mal. Ja. Zu sagen, und da gibt es am 8. 9. September eine tolle Tagung davon in Berlin auch dazu, wo ich natürlich alle herzlich einlade, vor allem dich natürlich, Johanna, weil man dort sich darüber austauschen kann. Aber es gibt inzwischen über 16.000 zertifizierte Cradle-to-Cradle-Produkte. Und viele Leute machen jetzt Cradle to Cradle. Jede Designschule der Welt, die ein bisschen was auf sich hält, lehrt das, weil eben die dortigen Designer und Designerinnen eben nicht länger eben Behübscher sind, sondern wirklich Gestalter, ne? Die wirklich die Dinge ändern können, bestimmen können davon. Aber ich will jede Person auffordern, auch etwas zu tun. Ich will meinen Bioladenbesitzer hier in Buchholz in der Nordheide nur nennen. Dem habe ich gezeigt, wie so ein einfacher Kassencoupon, ja, den man nehmen muss sozusagen im Laden, wo hinten drauf steht, bitte nicht ins Altpapier werfen, wie der doch anders gemacht werden könnte, wenn ich den anfasse. Das jetzige Thermopapier, da habe ich sofort 2 Dutzend Chemikalien in meinem Blutstrom, ja, weil das Zeug nie für Hautkontakt gemacht worden ist. Das hat ihn so provoziert, dass er gesagt hat, das kann ja nicht sein. Er hat 16 Bioläden davon in Norddeutschland und da hat er so lange nicht geruht, bis er gesagt hat, ich möchte wirklich einen Kassenzettel haben, den ich ins Altpapier werfen kann und den ich auch anfassen kann. Und jetzt gibt es diese blauen Ökobons, selbst bei Edeka, davon, das geht auf eine einzige Person zurück. Der arme Kerl hätte allerdings damit gleich ein Geschäft machen sollen dazu. Er hat nur die Inspiration geliefert für einen Hersteller. Und ich kann natürlich viele Inspirationen liefern. Also von mir stammt zum Beispiel die Idee, Teppichböden zu machen, die Feinstäube an sich binden. Wir können sehen im Rathaus von Venlo, dass ein Gebäude, wo die Luft besser ist als draußen, einen Krankenstand hat, der 20% niedriger ist. Ja, davon, weil die Leute viel weniger Atemwegserkrankungen kriegen, auch viel weniger gegen Corona anfällig sind, weil ihr Atemwegssystem einfach viel, viel stabiler ist dazu. Ja. Das, was du vorher mit Asthma benannt hast, dazu auch, ja, was wirklich bei weitem häufigste Kinderkrankheit ist,
40% unserer Häuser haben Schimmel. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge. Das Existierende ist so extrem primitiv, dass ich gleich im Prinzip 100 Innovationsideen vorstellen kann, weil alles, was gemacht wird, ist besser als das, was da ist. Einfaches Beispiel. Ich habe in Vorarlberg Gewässer untersucht. Das ist alles mit Skiwachs verseucht. Ja, die Leute stellen Schuhe her und der Abrieb dieser Schuhe, 90 bis 110 Gramm pro Person, gibt Mikroplastik für immer, ja, für die nächsten 600 Jahre. Also der Abrieb muss doch so sein, dass er biologisch abbaubar ist. Ja, davon. Tempotaschentücher bleiben 8 Jahre liegen, auf Meereshöhe 8 Jahre liegen, im Gebirge 18 Jahre liegen. Denn die Leute, oh, diese schönen Edelweiße, aber da hat nur vor jemand hingekackt, sozusagen. Und weil das ist gar kein Papiertaschentuch, das ist ein Plastiktaschentuch mit Papierkern, weil die Zellulose ist überzogen mit einem Nassfestigkeitsstabilisator, Epichlorhydrin-Polymer, ja, was sich praktisch nie abbaut. Es gibt nachher auch Mikroplastik. Überall, wo dann das Tempotaschentuch weg ist, ist immer noch Mikroplastik da. Also ohne Ende sind die Dinge extrem primitiv. Alle Dinge, die verschleißen, alle Dinge, die genutzt werden, genauso. Es braucht deshalb andere Geschäftsmodelle. Man denkt einfach immer so, dass das Umweltthema ein zusätzlicher Kostenfaktor ist, anstatt dass man versteht, das ist das Allereinzige, wo wir wirklich in Europa führend sind durch unsere Weltuntergangsdiskussion, die wir geführt haben. Ich habe eine Mitarbeiterin aus Korea gehabt bis vor kurzem, die hat jeden Morgen, saß sie wie das Kaninchen vor der Schlange, und ja, ihre Augen weiteten sich dabei. Sie ist immer erschrocken und sie konnte das nicht abstellen. Ich kam dann immer, wenn es ging, 9 Uhr gekommen an ihren Arbeitsplatz. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Die hat nur ihren Rechner eingeschaltet. Ja. Und das nennt ihr schnelles Internet. Ja. Sie kommt aus Korea halt, da kennt sie was anderes. Ja. Wir haben der Digitalisierung den Anschluss verpasst. Wir sind viel zu spät mit Nanotechnik dran. Für Gentechnik haben wir nichts zu sagen, natürlich aus guten und schlechten Gründen davon. Weil so wie jetzt bei uns Saatzucht gemacht wird, ist es erbärmlich. Die Leute beschießen Pflanzensamen mit radioaktivem Kobalt und gucken, was dabei rauskommt. Da ist mir Gentechnik eigentlich lieber, nur nicht so wie bei Monsanto, wo der Gewinn dann privatisiert ist und das Risiko die Allgemeinheit trägt. Das muss so sein, dass man Dinge macht, dass sie reversibel sind und damit auch wirklich umgehen kann. Mhm. Aber wie gesagt, wir spielen da überall keine Rolle. Elektronik, naja, mehr als japanischen Spielkram abgetan, sozusagen. Aber es gibt kein Land und kein Bereich wie Österreich und Deutschland und Dänemark und Holland, ja, wo es über so lange Jahre Umwelt diskutiert wurde und daraus jetzt Innovationschancen bestehen ohne Ende. Und darum ist jetzt die Zeit eben für junge Unternehmerinnen und Unternehmer zu sagen, komm, wir ändern das. Ja. Das Spannende ist ja auch, dass du gesagt hast, dass es sozusagen, wenn man sich schon mit einem kleinen Teil beschäftigt, wie der Kassenzettel, oder jetzt einen anderen Reifenabrieb oder eine andere Bremsbeläge. Also das sind ja sozusagen auch kleine Dinge, die man ändern kann und damit auch wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Impact hat. Ja, es geht ja nicht um kleine Dinge. Ich rede darüber, dass man einfach durchaus Geld verdienen kann. Ich habe mit meinen Studenten eine Firma gegründet, die heißt Holy Shit, ja, davon, wo wir einfach Neues machen. Da haben wir zum Beispiel eine Viva-Mask gemacht, weil die jetzigen Masken darf man eigentlich nur eine halbe Stunde tragen. Die sind ja nicht legal, diese FFP2-Masken. Davon länger 8 Stunden im Zug oder sowas ist eine absolute Gemeinheit. Die sind auch nie für uns gemacht worden. Die geben viele, viele Schadstoffe ab davon. Und man atmet vor allem viel Mikroplastik ein. Okay. Und dann habe ich also eine Maske gemacht. Wir haben gesagt, wir machen mal 40.000 von diesen, damit man zeigen kann, dass es anders geht. Aber mir geht es eigentlich darum, eher die Leute in China zu inspirieren und zu sagen, hey, wir können das anders. Ja? Mhm. Dass man, wo man nie eigentlich eine offene Weltuntergangs-Umweltdiskussion hatte, daraus ist ja auch kein Know-how da. Aber die Blaupause zu kopieren, das klappt dann. Ja? Und das will ich ja. Ich will ja, dass es kopiert wird davon. Aber da muss unternehmerisch die Blaupause hier entstehen. Denn sonst können wir sie ja nicht kopiert kriegen. Ja? Auch interessant, du warst ja schon 2-mal bei uns beim Summit als Keynote-Speaker. Und da fallen mir natürlich ganz viele Zitate, poppen in meinem Kopf auf. Was ich auch spannend finde, du hattest einmal auch über einen Teppich gesprochen, einen Wollteppich. Ja. Und da denkt man ja eigentlich, es ist natürlich, es ist von Schafswolle, total schön in meinem Wohnzimmer, kuschelig, weich. Und da hattest du in diesem einen, in einem Keynote gesagt, naja, es ist eigentlich ein Teflon-Teppich mit Wollkernen. Mhm. Warum?
Es ist doch eine Rolle. Also jetzt mal, gehen wir einfach mal von der naiven Fassung aus dazu. Der liebe Gott hat das Schaf einfach nicht für den Teppichboden erfunden. Mhm. Ja, und er hat es auch nicht erfunden, dass das noch rotweinbeständig ist. Wenn ich ein rotweinbeständiges Schaf für Teppichböden haben will, dann brauche ich ganz, ganz viel Chemie. Das heißt, ich muss das, diese Wolle beschichten. Ich komme mit der Wolle nie in Kontakt letztlich. Ich bin nur mit dem Teflon in Kontakt, was dann überall wiederzufinden ist, weil diese Teflonverbindungen praktisch keinen Abbau in der Natur kennen. Die reichern sich überall an. Das heißt, dann nehme ich doch lieber ein synthetisches System von vornherein und weiß, was ich habe dabei. Dadurch ist die Ausdünstung eines solchen Wollteppichbodens viel mehr und viel mehrere verschiedene Chemikalien, als es der synthetische Teppichboden hat, wo ich genau definieren kann, den Zweck, wofür es eingesetzt wird. Also Naturstoffe sollten immer für den natürlichen Zweck eingesetzt werden. Dann brauche ich möglichst wenig Chemie. Also zum Beispiel Schafwolle als Dämmstoff sozusagen, ja. Oder für Pullover sozusagen auch. Da ist es praktisch ein Dämmstoff, den ich einfach nur etwas anders arrangiere davon, indem ich ihn stricke davon. Ja. Aber eigentlich ist es der Stoff, der es ursprünglich war. Und dann habe ich mit der Wolle auch zu tun. Ja. Wenn ich allerdings jetzt diese Wolle dann wieder irgendwelche chemische Eigenschaften mit verbinden will, dass sie irgendwie nicht einläuft oder dass sie nicht kratzt oder sonst was, dann ändert sich das Spiel schon wieder, weil dann muss ich sie auch beschichten. Ja. So ein Baumwollhemd zum Beispiel, was knitterfrei ist, hat nur etwa 85% Baumwolle. Der Rest ist Ausrüstung. Ich komme nie mit der Baumwolle in Kontakt dabei. Also es ist sinnvoll zu fragen, was ist der natürliche Zweck eines Naturstoffes? Und wenn es ein synthetischer Zweck ist, ist es im Allgemeinen besser, ein synthetisches Material zu nehmen, was aber dann eben wieder in die Technosphäre zurückgeht. Und wie sind denn, also du hast ja gerade auch schon gesagt, es gibt wahnsinnig viele Produkte schon auch schon, die im Cradle-to-Cradle zertifiziert sind. Wie sind denn da die Preise? Also sehen wir jetzt mal eine Wasserflasche oder so, die Cradle-to-Cradle zertifiziert ist die genauso teuer wie eine herkömmliche? Ist die sogar günstiger? Ist die besser? Ist die schlechter? Also wie können sich sozusagen auch Gründer auf dem Markt dann behaupten von Leuten, die alles schneller und günstiger haben wollen? Ja, also die Elektromotoren kommen nicht auf den Markt, weil sie für die Umwelt erstmal gut sind, sondern kommen auf den Markt, weil sie eigentlich viel billiger zu fertigen sind. Ja, weil ich brauche nur 5% der Bauteile im Verhältnis zu einem Dieselmotor. Und sie lassen sich völlig automatisiert herstellen. Das darum verdienen jetzt subventioniert mit 9.000 Euro sozusagen 900.000 Leute ihre Arbeit, die vorher eben Verbrennungsmotoren hergestellt haben. Ja. Da kommt aber deshalb, weil er halt wirtschaftlich sinnvoll ist, weil man ihn so viel einfacher herstellen kann. Trotzdem gehen die Automobilhersteller her und lassen sich ihren Forschungsaufwand innerhalb von 2 Jahren praktisch auszahlen. Ja, sie haben 30 Jahre geforscht und jetzt wollen sie das Geld dafür haben und schlagen sie das dafür drauf. Das passiert leider bei vielen Cradle-to-Cradle-Produkten auch, dass die Leute meinen, jetzt alles, was sie jetzt an Kosten hatten, auf das Produkt aufschlagen zu müssen. Und dann wird es scheinbar teurer sozusagen. Ist es aber eigentlich nicht. Ja. Wenn ein Cradle-to-Cradle-Produkt teurer ist, dann ist es eigentlich kein Cradle-to-Cradle-Produkt, weil ich dann ja wiederum die Mehrkosten in Umweltbelastung zurückrechnen müsste eigentlich. Ja. Alles in Energie und Materie sozusagen. Das heißt, also ein einfaches Beispiel, ganz direkt, an Teppichböden erfunden, die Feinstäube an sich binden. Ja. Und dann macht diese Firma damit eine Umsatzrendite von über 20% mit diesen Teppichböden. Ja. Und was ist? Sie verkaufen als Ökoprodukt und schlagen nochmal 5% drauf. Ja. Ja. Weil sie meinen, 20% Umsatzrendite ist vielleicht nicht gut genug. Ja. Das ist nicht fair davon. Also die menschliche Gier ist immer noch ein Problem dabei, vielfach. Und in China geht man anders hin. Man fragt, was kann man einen Umsatz erzielen in 5 Jahren damit, ja, wenn das ein richtiges Produkt ist. Und danach orientiert man den Preis. Darum kommen diese Produkte mit dem Preis auf den Markt, der in 5 Jahren sozusagen realisiert werden kann. Im Allgemeinen sind die Dinge, die wir machen, kostengünstiger. Und zwar, weil ich die Intelligenz praktisch an den Anfang packe. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja, das erste war, wir haben essbare Möbelbezugstoffe entwickelt. Ja. Hört sich komisch an, aber die Möbelbezugstoffe bei uns, wenn ich ein Sofa mache, sind die Zuschnitte so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Ja. Und ich meine, völlig unkorrekt sage ich dir jetzt einfach, dann sitze ich einer schönen Frau gegenüber wie dir dazu und rutsche dann nervös auf dem Sofa hin und her, dann esse ich faktisch den Bezugstoff mit. Ja. Ja.
Aber ich meine, ich, das heißt, ich esse ihn, ich nehme ihn auf mit allem, mit Hausstaub, sonst was. Dann habe ich gesagt, kann ja nicht sein. Ich will nur Zutaten haben, die ich auch essen könnte, weil ich esse sie faktisch. Inzwischen habe ich diese Bezugsstoffe im japanischen Fernsehen 93 Mal schon verspeist. Ja, in Müsli rein, die Leute haben mir Mangel an Ballaststoffen, Müsli reingegeben und mit dem Bircher Müsli mit verspeist. Die Japaner mögen das dann auch zu sehen. Was das aber bedeutet, diese Bezugsstoffe sind viel billiger zu fertigen, weil jetzt die Zuschnitte als Torfersatz in Gärten reingehen können. Ich habe keinen Sondermüll, den ich entsorgen muss. Der Arbeitsschutz ist viel einfacher. Die Lagerhaltung dieser Stoffe ist viel einfacher. Ich brauche eigentlich keine Kläranlage. Also wir haben das umgesetzt, dass ich zum Beispiel in Bangladesch kann ich solche Stoffe dann herstellen. Dann brauchen die keine Kläranlage. Wir denken, der Umweltschutz sei eine Kläranlage zu bauen. Ja, der Umweltschutz ist aber, das Wasser direkt zur Bewässerung nehmen zu können. Das ist viel, viel günstiger, weil die Intelligenz liegt am Anfang, nicht am nachgeschalteten Umwelttechnik. Wenn ich aber diese Umwelttechnik jetzt mal da habe, zum Beispiel eine Verbrennungsanlage oder so, und alles, was dann rauskommt, muss sozusagen doppelt bezahlt werden. Ja, davon, darum, Aber wir rechnen auch gar nicht richtig ja, eigentlich. nee, darum, wie gesagt, lassen die Leute, rechnen die Leute als Umweltschutz die Kläranlage. Und wenn die schon da ist, halt dazu, dann muss die ausgelastet werden. Also schicken sie auch das Wasser für unsere essbaren Bezugsstoffe in eine Kläranlage, obwohl es gar nicht nötig wäre. Ja. Und dann sagen sie, ja, das sind die Umweltkosten, aber die entstehen dafür gar nicht davon, weil die Intelligenz am Anfang ist davon. Und was ich deshalb empfehlen würde, ist, bei öffentlicher Beschaffung zu sagen, wir bevorzugen Cradle-to-Cradle-Produkte, aber nur dann, wenn sie nicht teurer sind. Ja? Davon, weil dann sich jemand sonst nur eine goldene Nase verdient. Und manchmal, weil jetzt Cradle-to-Cradle sehr populär wird, ist es manchmal auch mehr Knödel-to-Knödel oder Nudel-to-Nudel. Es gibt viele Trittbrettfahrer dazu, das macht aber auch nichts. Ja? Wenn etwas sich so schnell ändert, dann hat man das immer. Ja? Ich bin eigentlich fasziniert, wie schnell sich das umsetzt. Ich hätte das nie erwartet. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich das erleben würde, weil es ja diametral unserer Kultur entgegensteht, unserer Schuldkultur, die den Menschen eigentlich im Prinzip als Schädling versteht davon und sagt, hey, komm, schön, dass du da bist. Ja? Und man muss ja auch sehen, dass im Kindergarten schon ein Kind, was sich am schlechtesten benimmt, die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, wir werden praktisch zu schlechten Benehmen eingeladen sozusagen. Und dann, wenn das die Aufmerksamkeit nicht kriegt, dann nennt man das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom sozusagen. Ja, also wir brauchen, also das ist darum diametral etwas anderes und sehr stark geprägt auch von südlichem Denken. Also unsere Nachhaltigkeit ist sehr skandinavisch geprägt. Ja, wenn es dunkel und kalt ist, dann muss ich sparen, verzichten, vermeiden. Ja, aber das ist wir können eine Kultur der Großzügigkeit haben, weil wir 20.000 Mal mehr Energieeintrag haben, als wir jemals brauchen würden auf der Welt. Ja, aber natürlich, wenn ich in Schweden bin, ist jede Bananenschale, ja, einzusammeln, weil sie 50 Jahre liegen bleibt. Aber wir haben eine Eiscreme-Verpackung entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit, die ist nur eine Folie, wenn sie gefroren ist. Das heißt, wenn ich die wegwerfe, Hamburg auf dem Rathausmarkt, enthält sie Samen von seltenen Blumen, ja, dann die sind 2 Stunden abgebaut. Dann ist, da kann draufstehen, bitte wegschmeißen. Weil eigentlich das Wegwerfen ein lustvoller Vorgang ist. Das ist eine Form, sein Revier zu markieren, sozusagen. Für Männer und Frauen gleichermaßen übrigens. Ja. Und das heißt, auf die Art und Weise, ja, wenn Sie sehen, wie man im hohen Bogen in Italien aus dem Fenster die Sachen schmeißt, dann versteht man, dass es vor allem auch ein Revierverhalten ist, zu sagen, hey, ich bin da und ich bin wichtig, aber mit den falschen Dingen. Also wir brauchen europäisches Problembewusstsein davon. Wir brauchen aber vor allem auch, und das habe ich auch durch meinen Freund Bill McDonough begriffen, wir brauchen auch Handlungswillen. Ja? Und das habe ich auch natürlich durch Herrn Faltin und eure Stiftung begriffen. Wir brauchen den Willen zu handeln und nicht nur zu reden. Ja. Wir brauchen dafür asiatisches, echtes Kreislaufdenken, wo wir ein Teil des Ganzen sind. Und wir brauchen südliche Lebensfreude. Das ist Cradle to Cradle. Ja. Sehr schön zusammengefasst. Eigentlich auch ein schönes Schlussstatement, aber ich habe noch Fragen hier von der Community gerade geschickt bekommen und die werde ich dir jetzt mal kurz vorlesen. Die erste Frage ist, sind Taschentücher, Toilettenpapier aus Bambus nachhaltiger? Nein, nein, also dafür gibt es auch keinen Grund. Ich würde lieber zum Beispiel Taschentücher aus Stroh machen. Oder das wäre eigentlich das Sinnvollere, auch weil wir ansonsten hier einen riesen Aufwand hätten, beziehungsweise auch biologische Gleichgewichte durcheinander bringen.
Also man kann das ist ja wohl, es kommt drauf an, der Bambus muss sich mit ganz vielen Chemikalien behandeln, um es auf den entsprechenden die entsprechende Eigenschaft zu bekommen. Bambuswasern haben im technischen Bereich durchaus sinnvolle Anwendung und sie helfen auch den Leuten nachzudenken darüber, davon, dass es nicht unbedingt Baumwolle sein muss, aber letztlich gesehen, glaube ich, ist es sinnvoller, eher andere Materialien zu nehmen, die tatsächlich ja, saisonal wachsen, damit ich auch Dinge anders machen kann. Also so wie die Bambusprodukte auf dem Markt sind, sind sie leider nicht gut geeignet. Aber ich bin gerne für Optimierung auch zu haben, weil diese Bambusfasern von sich aus gesehen hochfest sind und ja, und eigentlich andere Fähigkeiten haben. Also es gibt zum Beispiel eine Doktorandin von mir aus England, die hat die Fasern von Ananas genutzt, ja, davon, und daraus hat sie Pinatex gemacht, was wunderbar PVC ersetzen kann, zum Beispiel. Ja, das gibt selbst bei Hugo Boss eine Kollektion darüber für Schuhe. Wenn Leute, Biotech ist ja groß, das ist ja riesig. ja, wenn sie einfach, wenn man damit eben Schuhe herstellen kann, die nicht aus PVC sind und Weichmacher enthalten, sonst was. Und also damit kann man eine vegane Kollektion machen. Und das gilt also Pinatex zum Beispiel. Also solche Fasern sich anzugucken, die auch sonst als Abfälle entstehen, ist eigentlich das Interessanteste dabei. Also gerade in der Lebensmittelproduktion. Nehmen wir auch zum Beispiel die Anne Lamp, zum Beispiel eine frühere Studentin auch, die jetzt Traceless macht. Das sind Beschichtungen für Papier, weil die Beschichtungen sind jetzt immer noch aus Plastik und dürfen zwar trotzdem mit Altpapier, aber und das und die ist extrem erfolgreich, hat inzwischen über 11 Millionen Euro EU-Förderung gekriegt, auch dabei. Ja, Wow. und solche Leute beschäftigen inzwischen über 40 Leute. Davon stellt jetzt eine Anlage hier mit 2000 Tonnen davon. Das imponiert mir schon sehr. Dann habe ich noch eine weitere Frage hier gerade reinbekommen. Und zwar, ich lese sie vor, Produkte von Grund auf heute zu erfinden, ist ja dem normalen Menschen bzw. Gründer nicht möglich. Gibt es eine Datenbank, über die ich die 16.000 bereits entwickelten Produkte finden kann? Ja, es gibt ja eine Zertifizierung, die unabhängig ist aus von mir. Cradle Grain Certified. Dort findet man diese Produkte. Dazu eine Zertifizierung. Die ist zwar mit Silber, Gold und Platin, was mir nicht recht ist, auch weil wenn Platin ein giftiges Schwermetall die höchste Stufe der menschlichen Bewunderung ist, dann sind wir sowieso zum Untergang geweiht. Ja, Platin ist ähnlich giftig in Verbindungen wie Zyankali. Ja. Also wenn das die höchste Stufe ist, ich würde dann eher mit Ameise, Meerschweinchen, Gorilla zertifizieren vielleicht dazu. Aber da das so ist, verstehe ich, dass das muss ja anschlussfähig sein an DGNB, zum Beispiel Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen oder andere, damit solche Produkte auch akzeptiert werden können. Also das ist mehr dafür. Also man kann nachschauen, aber eigentlich ist es viel einfacher. Also jeder kann Dinge neu machen. Es setzt nur voraus, dass man zum Beispiel sagt, in Deggendorf gibt es eine technische Hochschule in Bayern und da kann ich das studieren. Da gehe ich hin und sage, ich möchte Cradle-to-Cradle-Produkte entwickeln, in Partnerschaft auch. Mein Freund Bill McDonough ist eigentlich der beste Chemiker, den ich kenne, weil er einfach nur die richtigen Fragen stellt. Er sagt, kann ich es kompostieren? Kann ich es in meinem Ofen verbrennen ohne Filter? Oder nimmst du es zurück? Ne? Und dann bin ich derjenige, der einfach an die Chemie die Anforderungen stellt. Ich muss die nicht selber können. Ja? Ich muss nur sagen, ist dieses Produkt für Muttermilch geeignet? Ich finde in Muttermilch bis zu 2800 verschiedene Chemikalien. Ja, das ist doch absurd. Das ist so wie, also wenn ich sexuell belästigt werde, da muss ich auch nicht nachweisen, dass ich schon krank werde. Aber bei chemischer Belästigung für das Baby, es gibt keine einzige Probe, die als Trinkmilch vermarktet werden dürfte. Davon muss ich nachweisen, dass das Kind davon krank wird. Es hat ein Recht, nicht chemisch belästigt zu werden. Also frage ich, ist das Gebäude für Muttermilch geeignet? Ja, findet sich etwas drin, was sich in Lebewesen anreichert? Ein Drittel der Chemikalien, die wir in Muttermilch finden, kommen aus dem Baubereich etwa. Ja. Davon, also nur Fragen dran zu stellen, Designfragen dran zu stellen und zu sagen, hey, kann ich es auseinanderbauen? Ja. Wie sieht das aus? Wie werden die Dinge als nächstes genutzt? Sind alles nur Gestaltungsfragen. Dafür muss ich nicht selber können. Und da das Bestehende so extrem primitiv ist, davon ist es so leicht, eben unternehmerisch tätig zu sein.
weil die Dinge nie für Umwelt und Gesundheit entwickelt worden sind. Die sind nur gemacht worden, dass sie nett aussehen und dass sie möglichst kostengünstig sind. Und wenn ich, das heißt, ich bringe nur zusätzliche Qualität dazu. Und darum würde ich jedem sagen, hey, bitte gerne, wenn es gewünscht ist dazu, ich biete gerne auch eine monatliche Sprechstunde an, wenn jemand etwas ändern will und machen will. Weil das geht mit ganz einfachen Dingen. Es sind nur Designanforderungen, wo ich sage, ja, wie gesagt, ist es gemacht, dass ich es kompostieren kann? Ist es gemacht, dass ich es verbrennen kann in meinem Ofen? Zum Beispiel vor 10 Jahren gab es bei der Firma Adler keine einzige Holzfarbe, wo ich das Holz mit streichen konnte, das Holz nachher noch im Ofen verbrennen konnte. Hm. Jetzt eine Frau Berghofer hat das begriffen, hat gesagt, das ändern wir sofort, die Eigentümerin der Firma Adler. Adler hat einen tollen Slogan, wie in unseren Adern fließt Farbe. Ja? Davon bei Frankenstein oder so ähnlich. Oder Dracula. Aber die haben 800 Leute beschäftigt, die nichts anderes machen als Holzfarben. Und daraus gibt es ganz viele solche Dinge. Also ich fange lieber nochmal neu an und frage, was die Leute haben wollen, wenn ich das kaufe. Ja? Und für all das, was nicht kompostierbar ist oder im Ofen ohne Filter verbrennbar ist, ist es, dass der Lieferant dafür zuständig ist. Ja, warum soll ich dann zuständig sein? Ich stelle das her und gehe an meine Vorlieferanten genauso als Kunde zurück. Ja. Klingt total überzeugend. Ich habe hier immer noch schon wieder eine Frage reinbekommen. Mhm. Ich lese sie mal nochmal vor. Wir haben ja noch knapp 10 Minuten. Sollten wir also nicht sagen, dass das Produkt Cradle to Cradle ist, sondern nur auf die neuen, besseren Eigenschaften hinweisen? Ja, es ist die Frage, was jemand macht, der etwas tut dazu jetzt. Also zum Beispiel, wir haben das erste tiefe Schwarz hergestellt für BHs und für Unterwäsche. Vorher gab es das nicht. Man wurde davon einfach krank, nur früher oder später, so wie beim Zigarettenrauchen praktisch. Mhm. Wenn jetzt diese Firma schreibt, diese BHs sind für Hautkontakt geeignet, dann ist das ein bisschen schwierig, weil die dann fragen, was habt ihr denn vorher gemacht? Bei Cradle to Cradle ist es ein bisschen einfacher. Das ist so, wenn ich über meine Tochter was Gutes sage, die ja Geschäftsführung von diesem Cradle to Cradle Verein macht, zusammen mit meinem gut geratenen Schwiegersohn davon, dann sage ich nichts Schlechtes über andere Töchter. Ja. Darum, wenn ich es Cradle to Cradle nenne, dazu diskriminiere ich nichts anderes. Ich sage nur, ich habe hier nochmal zusätzlich nachgedacht. Ja. Davon. Und was halt wichtig ist, die traditionelle Nachhaltigkeit macht den Kunden zum Feind. Die sagt, bitte kauf's doch gar nicht. Musst du es wirklich haben? Kannst nicht noch ein Jahr warten. Ja? Mhm. Davon. Wir sagen, lasst uns doch überlegen, wie wir umgehen wollen. Zum Beispiel können wir doch sagen, wir holen uns das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zurück. Wir wollen wieder von 420 ppm auf 300 zurückkommen davon. Das, was wir 1900 hatten, soll wieder im Jahr 2100 sein. Das bedeutet aber, dass wir sagen, in 10 Jahren zum Beispiel werden wir nur noch Plastik verwenden, was aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre gewonnen wird. Mhm. Dann ist auch, wenn ich sogar jetzt Plastik kaufe, was nicht dafür geeignet ist, helfe ich dem Unternehmen, das Geld zu verdienen, sich zu ändern. Ich brauche bloß einen Plan. Also nur sagen, 2033 werde ich dort sein. Also zum Beispiel die Polycarbonate, das sind die Kunststoffe, die man hat zum Beispiel bei den Bremsleuchten oder bei den Scheinwerferabdeckungen. Also hochtransparente, wunderschöne Kunststoffe. Die sind, ja, die kennt man auch von den Wasserbehältnissen, den blauen Behältnissen in Großraumbüros. Das ist Polycarbonat. Das sind nichts anderes als die Polyester der Kohlensäure, ja, davon, die Polycarbonate. Und das heißt, das könnte man hingehen, dann hätte man eine positive Agenda und nicht 10% Recyclinganteil mehr. Also weil das Bestehende so primitiv ist, davon glaube ich, kann man an jeder Stelle anfangen und sagen, hey, wir möchten etwas anders machen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Leute, die das gemacht haben, im Allgemeinen keine Blaupause dafür hatten. Also jemand, der zum Beispiel Druckerzeugnisse macht, davon ein Ernst Gugler in Österreich in Melk, inzwischen machen es viele, aber man muss die Pioniere nennen, der hat 110 Beschäftigte und hat gesagt, ich mache Drucker nicht länger auf Giftmüll. Damit ist auch das schönste Gedicht entwertet, wenn es auf Giftmüll gedruckt ist. Ja. Mhm. Dieses Papier ist perfekt kompostierbar. Ja. Ist jetzt sogar für Neonazis geeignet, wenn die verbrennen ja so gerne Bücher und dann können sie mit gutem Gewissen endlich Bücher Also mir ist es wichtig, dass wir die Leute zurückholen. Ich habe neulich mit Leuten von der letzten Generation mich unterhalten. Die sind nicht dumm, die sind einfach so verzweifelt. Mhm. Wenn wir jetzt nicht was anderes machen, riskieren wir Massenselbstmorde von jungen Leuten. Ja. Ich habe mich nie abhängig gemacht, auch bei allen Protesten, bei Greenpeace, von irgendwelchen Polizisten. Weil da klebe ich mich fest mit hochgiftigen Klebstoffen. Ja.
Und dann kommt jemand, der vielleicht übernächtigt ist und gerade Liebeskummer hat, heißt praktisch in Scharia-Weise, meine Hand dort weg, die Hälfte bleibt irgendwie dran hängen. Ich habe nachher keine Fingerkuppen mehr. Ja. Ja. Also gut, ich kann auch Banküberfälle machen dazu, ja, also weil ich keine Fingerabdrücke habe, aber ich werde nie spüren, wie meine Freundin sich anfühlt. Ja. Die sind so verzweifelt, dass wir wirklich sagen müssen, nein, wir brauchen positive Ziele. Auch nicht das 1,5-Grad-Ziel. Wir holen uns das Kohlendioxid zurück. Wir bauen Biomasse auf. Der Florian Schwinn hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Rettet den Boden. Ja, da zeigt er, dass wenn man nur 5 Promille Kohlenstoff in den Boden zurückkriegt, kann man die CO2-Mengen der Welt lange ausgleichen. Wow. Wir sind fast am Ende. Ich würde trotzdem noch mal gerne meine letzte Frage stellen wollen. Wenn jemand noch hier im Chat noch eine Frage würde ich auch noch annehmen. Sonst stelle ich erstmal meine letzte Frage. Und zwar geht es da direkt an Gründer. Du hast ja jetzt gerade schon extrem viele Ideen gegeben, vom Bremsbelegen zu Klopapier etc. Wir haben bestimmt auch einige Leute, die dem Cradle-to-Cradle-Konzept noch nicht so vertraut sind. Hast du vielleicht Tipps, wie jetzt sozusagen ein neuer Gründer anfangen kann? Also jemand möchte das machen, möchte es umsetzen, möchte es sozusagen auch selbst in seinem Unternehmen machen oder im bestehenden oder zu gründenden. Wie kann man anfangen? Was ist der erste Schritt jetzt? Ja, der erste Schritt ist, sich schon ein bisschen mehr zu informieren noch. Also zum einen zum Entrepreneurship Summit zu gehen natürlich, wo man einfach Gründungsideen bekommt und auch die Mentalität, den Willen auch was zu tun und nicht nur zu reden. Aber zum anderen... Wo du wahrscheinlich auch vielleicht dabei sein wirst. Ja, also ich werde mich bemühen, auf jeden Fall da zu sein, weil das ist dann wirklich so das Highlight des Jahres eigentlich für mich auch. Man muss sich ja schon fragen, wenn wir so weitermachen, sind wir einfach zu langsam. Wir sitzen auf der Titanic und löffeln, ja, und sagen, es geht ja in die richtige Richtung sozusagen. Ja. Aber und dann sagen wir, jetzt sind wir effizienter, jetzt löffeln wir sogar mit dem Esslöffel anstatt mit dem Teelöffel davon. Also wir müssen tatsächlich mehr handeln dazu und die Chancen sind riesig. Wir wissen jetzt wirklich, was zu tun ist. Und es geht jetzt wirklich darum, dies umzusetzen und zu gestalten. Es braucht also das Erste ist, sich einer lokalen Gruppe anzuschließen. In jeder größeren Stadt gibt es inzwischen eine Cradle-to-Cradle-Gruppe, wo junge Leute diskutieren, überwiegend junge Leute, wie man Dinge anders machen kann. Da kann man auch Ideen dann testen mal und kann sagen, was findest du davon? Und kann das dann umsetzen. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Heuschnupfen dabei. Ich stecke hoffentlich niemanden dabei dazu. Aber durch Heuschnupfen kann man auch nicht angesteckt werden, wollte ich dazu sagen. Aber trotzdem ist das auch eine Immunsystem-Fehlreaktion dazu. Ne? Wir wären früher ausgestorben, wenn wir nicht über die Wiesen gehen können, ohne atmen zu können dabei. Das heißt, sich dabei mitzumachen und dann eben etwas herzunehmen, was einem Herzensangelegenheit ist. Es gibt so viele Dinge, die einfach noch so extrem primitiv sind, dass ich immer staune darüber. Also jeden Morgen frage ich mich, wie kann jemand Schuhe anziehen, wo der Abrieb nachher Mikroplastik ist. Wir essen ja, der WWF hat unsere Untersuchung bestätigt, wir essen jetzt jede Woche 5 Gramm Mikroplastik. Ja. Oh Gott. Also so viel wie eine Kreditkarte liegt in unserem Essen. Das ist chemische Belästigung. Wir wissen nicht, was damit wirklich passiert. Also wir haben einen Laserdrucker zum Beispiel. Ja, da sind Leute jetzt im Homeoffice und atmen diesen ganzen Staub ein. Eine Seite zu drucken sind 2 Milliarden Feinstaubteile. In jeder Körperzelle, ja, leider auch in deiner, du kannst mir ein paar von deiner Hornhaut rüberschicken dazu, so mein Sohn, irgendwo in jedem Hautteil finde ich inzwischen Mikroplastik wieder. Und das Dumme ist, dadurch verlieren die Zellen Vitalität, sie verkalken darüber, ja, davon. Also ich meine, du kannst so Hühneraugen abschneiden, meinetwegen, wenn du willst, auch dazu. Und du findest, unter dem Mikroskop kann jede Person das nachfinden und findet Mikroplastik drin. Ja, die Zelle wehrt sich dagegen, verkalkt, dadurch gibt es viel höhere Wahrscheinlichkeiten, an Schlaganfall zu erkranken. Na, ja. Allein in Vögeln hast du ja auch in der Forschung mal beschrieben, die ihr sozusagen tot am Ufer gefunden habt, habt ihr, ich glaube, über 500 Plastikteilchen gefunden. Über 500. Ja, also die verhungern dann bevor im Magen natürlich davon. Und das heißt also, wir brauchen anderes Plastik, wir müssen PVC verbieten, unbedingt natürlich, weil
dieses PVC, das Recycling einfach unmöglich macht von den Dingen, ja. Davon. Also die, wenn man die falschen Plastiksaatschotten recycelt, dann macht man sie nur gründlich falsch dabei. Aber trotzdem, ich bin ganz optimistisch. Also ich glaube, dass wir die Dinge ändern werden, ja. Und und jetzt kommt eine junge Generation, vor allem, die auch in den Firmenübernahmen sind. Selbst auch eine Bettina Wirth sagt, ja, und Wirth ist inzwischen bei 20 Milliarden Umsatz angekommen, die würde ich unbedingt mal zum Entrepreneurship Summit auch mal einladen. Mhm. Sagt, warum soll ich den Umsatz der Firma verdoppeln, wenn die Welt untergeht? Das ist Quatsch, ja. Davon. Und es sind viele junge Leute, die dann eben sagen, warum soll ich mich krumm machen, ja, meine Work-Life-Balance und wie kann ich mein Burnout vermeiden, ja, wenn die Welt so untergeht. Nein, wir können das anders und vor allem eben die nächste Generation in den Unternehmen, die fragt nach, wozu eigentlich, ja, wozu soll ich 60 Stunden in der Woche arbeiten, wenn es nur den Planeten zerstört. Und darum bin ich ganz optimistisch und eben gerade mit der Stiftung Entrepreneurship gibt man den Leuten so ein bisschen auch ein Coaching mit dabei und man führt dazu, dass sie nicht so vereinzeln und nicht nur Einzelkämpfer sind. Und darum habe ich natürlich diese Stunde gerne mit dir geplaudert. Ich danke dir. Es ist, viele, viele Leute ermutigen dazu, auch eben diese Stiftung zu unterstützen, weil man braucht eine Community, eine Gemeinschaft, wo man... Und wir wollen viele Leute auch natürlich ermutigen, wenn sie gründen, dann auch so zu gründen, dass es sinnvoll ist, und zwar für alle Beteiligten. Von daher war das wahnsinnig spannend für mich. Ich habe wieder extrem viel gelernt. Ja, ich muss nicht mal unbedingt sinnvoll sagen, weil das ist schon wieder so moralisch so stark aufgeladen, dass es einfach umfassende Qualität hat. Es geht eigentlich um drei Dinge bei solchen Gründungen. Es geht um Innovation. Und wie gesagt, Innovation ist nicht nachhaltig. Darum eben nicht nachhaltige, ja, sondern es geht um Qualität und es geht um Schönheit. Es ist nicht schön, wenn es die Leute krank macht. Und es ist letztlich nur eine Qualitätsfrage. Was jetzt passiert, es ist eine junge Generation da, die einfach nicht doof sein will. Also für die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger ist als Geld. Und das ist toll. Denn die Moral vergisst man relativ schnell. Und ist mir auch schon selber passiert, habe ich gerade vorgestern wieder beobachtet. Ich habe mit meinen Studenten in Rotterdam gemessen, wenn ich im Stau stehe auf der Autobahn, dann und die Spurwechsel verursache ich für die Leute hinter mir im Durchschnitt 200 Mal mehr Verzögerung, als ich an Zeit selber gewinnen kann. Und ich war zu spät dran, ich habe es vergessen, obwohl ich es genau ausgerechnet habe. Also kein Moralthema und Verantwortungsthema, sondern ein Qualitätsthema. Ja, ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur einen Qualitätsmangel, sonst nichts. Also ein Total Quality Management. Drum ist auch Cradle Cradle in Japan so populär, weil die einfach dieses Schuldgefühl so nicht haben wie wir davon, sondern aber ein Qualitätsgefühl. Ja? Ihre Religion kennt das nicht. Die Shinto-Religion hat das nicht, dass ich mich erstmal entschuldige, dass ich überhaupt da bin, sozusagen. Ja. Aber auf jeden Fall musst du dich heute nicht entschuldigen, dass du da warst, denn es war wahnsinnig spannend. Schön, vielen, vielen Dank. Ja, tausend Dank. Ich danke dir und ich hoffe, wir sehen uns spätestens im Oktober beim Summit wieder. Und wir werden versuchen, den Cradle-to-Cradle-Ansatz auch in unserer Bubble, in unserem Netzwerk so breit wie möglich weiterhin zu streuen. Vielen, vielen Dank und bis ganz bald. Also ich würde mich freuen natürlich, Johanna, wenn ihr einfach einladet, durchaus Anfragen zu dieser Sendung sozusagen, durchaus einladet und du mir die dann weiterleiten würdest, ja? Und weil ich will natürlich ohne ein Coaching durch euch dazu, geht es zu langsam, ja? Also auf jeden Fall, ja? Zusammen machen wir das. Okay, gerne. Ich danke.